Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gestern gab es leider kein Video. Die Jungs, die waren Tiefseetauchen und haben sich ein altes Schiffswrack angeguckt. Da waren wir aber leider nicht dabei, weil man da den Tiefseetauchschein braucht. Den besitzen wir nicht. Ups, ich habe hier ein Stück vom Video verloren. Das tut mir jetzt aber leid. Deswegen ist hier jetzt gerade so ein unangenehmer Cut. I'm so sorry. Gleich geht's weiter. Düdel, 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 bumm. Wir haben uns aber eine schöne Stadt angeguckt, waren an einer wunderschönen Promenade, konnte ich mal wieder die Drohne fliegen lassen, war richtig schön mit dem langen Steg, war richtig angenehm auch mal so einen Tag Entspannung zu machen, gerade nach diesen langen Wanderungen da. Unseren Füßen tat es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben verschiedene Rastplätze ausgekundschaftet, richtig schöne Parks gesehen, da habe ich meine Hängematte aufgebaut. Wir haben fancy Pizza gegessen. Ja, fancy Pizza haben wir gegessen. Unsere erste Pizza in Australien war hervorragend. Wir sind jetzt hier in Ellie Beach. Von hier aus kommt man auch auf den wohl schönsten Strand der Erde. Whitsunday heißt das. Und jetzt gehen wir mal wieder einkaufen, wie immer. Gefühlt sind wir 24 Stunden einkaufen. Und was in Australien ganz spannend ist, beziehungsweise anders als in Deutschland, hier kriegst du nicht so einfach Alkohol. Hier gibt es extra Märkte, wo man Alkohol kaufen kann. Im normalen Supermarkt kriegst du nämlich kein Alkohol. Die sind ja auch sehr, sehr streng. Und da ist jetzt zum Beispiel so ein Bottle-Markt. Das Problem mit dem Alkohol ist, dass die Steuer auf Alkohol hier extrem hoch ist. Deswegen, das ist so krass. Wir haben gerade Havana Club gesehen, kostet bei uns ja, glaube ich, so ein Angebot. Kriegst du halt manchmal beim Lidl irgendwie für 7,90 Euro. Der kostet hier, ich glaube, 63 Dollar. Dieser ganz billige Havana Club. Das ist wegen den Prozenten, weil der Alkohol auf genau, die Prozente... Je höher alkoholisch das Getränk ist, desto höher ist die Differenz zu uns in Deutschland. So Mixdosen gehen eigentlich. So eine Jack Daniels Dose mit Cola gemischt kostet so 7 Dollar. Das ist okay. Aber hier 63 Dollar für eine Flasche Havana Club, 0,7, finde ich schon heftig. Klassische Shopping Mall. Ey, da steht ihr. Gut schaust aus. Oh, für eine Beerdigung vielleicht nicht schlecht. Zieh mal so einen typisch australischen Hut an. Ja, genau sowas. Oh, süß irgendwie. Ich find's süß. Ich find's furchtbar. Mein Donut. Ich will nix. Jetzt isst du meinen. Ja, das wäre das, wie ich hier gegessen habe. Unverschämtheit. Es wird doch ein Hut gesucht. Guck nicht so verschleiert. Ich finde das süß. Stellt mal die Seiten ab. Die Hütsuche geht weiter. Ist jetzt der Moment gekommen, wo du deine weltbereisten Reef-Flip-Flops wegwirfst? Zumindest, wenn ich in der Stadt bin. Also nur noch für schlechte Tage. Nur noch für die schlechten Tage. Nur noch für große Wanderungen. Wird ein Hut das Auge geworden, zieh mal auf. Ja, für meinen Sonnenbrand am Ohr. Wegen deinem Sonnenbrand am Ohr hättest du vielleicht vorher kaufen sollen. Jetzt setz mal auf, wir wollen es jetzt sehen. Ich sehe jetzt aus wie Safari, David. Ist das die Safari, Janina? Die Adventure-Muse. Die Adventure-Barbie? Ja. Eine Stunde später. Also gerade ist die Stimmung richtig bescheiden. Wir wollten eigentlich jetzt eine Tour buchen, um auf die Insel zu kommen, wo der schönste Strand der Welt ist. Allerdings sind gerade auch Ferien hier und deswegen ist einfach alles ausgebucht. Die einzige Option, die jetzt irgendwie wohl noch bleibt, ist, wenn wir uns eine Fähre bzw. ein Boot bringen uns auf die Insel rüber. Wir campen dafür eine Nacht und am nächsten Tag werden wir wieder abgeholt. Aber ob dieser Campingplatz noch frei ist, klärt sich gerade. Mittlerweile sind echt schon ein paar Stunden vergangen und wir finden nichts, um auf diese Insel zu kommen. Entweder gibt es dort keinen Campingplatz oder abends keine Fähre, die uns wieder abholen könnte. Es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus. Jetzt suchen wir nach einem Campingplatz für heute Abend, für hier irgendwo in der Nähe. Ja, es ist jetzt wirklich sehr, sehr bitter. Schmerzt. Also es ist jetzt tatsächlich so gekommen, dass wir keine Tour mehr buchen konnten zu Whitsundays, aufgrund der Tatsache, dass hier halt auch gerade die Ferien angefangen haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich keinen Grund, sich zu ärgern, weil wir sind hier einfach trotzdem mitten im Paradies. Wir haben uns jetzt überlegt, weil einer aus unserer Gruppe hat auch Geburtstag, dass wir jetzt einen riesen Barbecue zusammen machen. Und übermorgen haben wir Jetskis gebucht. Wahrscheinlich werden wir dann am morgigen Tag in den Nationalpark gehen, dort wandern und dann werden wir uns hier einen schönen Strand am Festland raussuchen. Also werden wir trotzdem aus dieser
vielleicht nicht ganz perfekten Ausgangslage das Beste machen. Und Nicole hat gerade eben mit der Drohne auch noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht über den über das Meer im Hafen entlang. Ich glaube, da sind ein paar schöne Sachen bei rausgekommen. Mit meiner Hängematte. Mit der Hängematte zwischen zwei Palmen gespannt im Sonnenuntergang. Also wer da traurig ist, also I'm sorry. Unglaublich, wie schnell es schon wieder dunkel geworden ist. Wir haben einen richtig geilen Campingplatz ausgekundschaftet. So ein schönes Team sind wir. Der eine schneidet hier was und bereitet vor. Der andere steht am Grill und grillt wie ein Weltmeister. Das ist unser schöner lieber Chrissy, nicht wahr? Die nächste wäscht ab und schneidet auch Gemüse. Wäscht ab? Ja, ja, hast du das abgewaschen? Das Gemüse habe ich abgewaschen. So verging dann auch wieder ein Tag im Paradies. Richtig gemütlich haben wir dann den Abend ausklingen lassen. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Morgen gehen wir wieder auf Wanderung. Schaltet wieder ein.